Hallo, ihr Jungblüter. Willkommen zurück bei Wolfenstein Youngblood. Es geht weiter. So, wir steigen jetzt endlich mal in diese Katakomben hier ab. Ich habe leider keine Ahnung, was das Spiel für ein Speichersystem hat. Deswegen muss ich hier gerade nochmal alles bis hierhin nachspielen. Aber war jetzt nicht so viel. Ich weiß halt nicht, ob ich gewisse Dinge nicht noch eingesammelt oder vergessen habe einzusammeln. Sorry. Metroplan. Neu-Paris ist durch ein Netzwerk von Metropolstationen verbunden, die wegen der jüngsten Überschwemmungen stillgelegt wurden. Diese Station ermöglicht dir, dich relativ sicher durch die Stadt zu bewegen. Sobald eine Station freigeschaltet ist, kannst du gemeinsam mit deiner Schwester von einer anderen freigeschalteten Metrostation dorthin reisen. Ach so, ist ein Schnellreisesystem. Das ist clever. Hey. Flussufer, da sind wir gerade. Katakomben. Ein beschwerlicher Weg von diesem Luftschiff wieder zu den Katakomben. Mist, du bist dran. Was Süßes für euch. Oh mein Gott. Der Wein schmeckt exzellent mit der Schokolade. Zigarette? Mm. Nein, 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 nein. Du musst so richtig tief inhalieren. Jetzt du. Ach, wenn der Krieg nicht wäre, hättet ihr zwei Hübschen sicher ein tolles Leben. Genießt jeden Moment. Ladies? Ich habe Teile gestohlener Daten auf dem Computer entschlüsselt. Berichte von Regimesoldaten, die ein Treffen mit Captain Blaskovich überlebten. Nach dem Zusammenpuzzeln der einzelnen Informationen fand ich heraus, dass er nach einem bestimmten Ort suchte. Labor X. Dann muss er dort sein. Gehen wir! Warte noch, Jazz. Nur wenige wissen, wo sich Labor X befindet. Setz dich hin, Arschratte! Du kannst mich sprechen. Sprech dir Germanisch. Ausreichend. Abby? Wir haben eine Nachricht von General Lothar Brandt abgefangen. Hier. Befindet sich jeweils ein Hauptcomputer, abgeschirmt vom stadtweiten elektronischen Netzwerk. Alle Informationen zu Labor X aufgeteilt auf die Brüder. Ich will das. Das war alles. Darf ich mal? General Lothar hat die Brüder gebaut, um Paris zu unterwerfen und zu kontrollieren. Ein Maschinenkommandant in jedem Turm bewacht die Schlüssel zu den Hauptcomputern. Wenn wir die übernehmen, können wir den Zugang zu Labor X öffnen und euren Vater finden. Dringt in die Türme ein. Tötet die Maschinenkommandanten, besorgt die Schlüssel, knackt die Hauptcomputer und fertig ist der Lack. Der Lack? Was für ein Lack? Müssen wir irgendwas anpinseln? Oh, tut mir leid. Das ist nur eine Redewendung, die Arthur und Kenneth benutzen. Ist mir schon klar. Hab dich nur verarscht. Kenn ich natürlich das mit dem Lack. Wow. Für mich? Vielen Dank. Soph, ich fürchte, die Brüder sind eine Nummer zu groß für euch. Ihr müsst trainieren, bevor ihr euch auch nur in ihre Nähe wagt. Viel Erfolg. Und gib Bescheid, wenn ihr mehr Zigaretten braucht. Okay, Mädels? Gut gemacht, Abby. Die ist echt cool. Meinst du, wir übersehen etwas? Zum Beispiel? Dass sie eine falsche Schlange ist. Warum kannst du nicht einfach mal zufrieden sein, Jess? Boom! 4000 Erfahrungspunkte direkt auf einen Streich. Okay, jetzt sind wir. Das Regime ist doch nur noch in Europa.
sind wir hier. Und es gibt hier, also das scheint ja unser Hub zu sein. Bei Wolfenstein 2 war es das U-Boot. Und wie wir hier schon sehen, ist dort markiert, wo was ist. Es gibt einen Schießstand, es gibt einen Computer, es gibt eine Halle, also eine Krankenstation. Da Kassettenrekorder, da kann man wahrscheinlich speichern, ne? So, gucken wir uns erstmal so ein bisschen um hier. Und da können wir ballern. Eine Granate. Tape. Wir sind lauter Ausrufezeichen. Gucken wir nochmal, was hier ist. Dimitri. Nach Sidequest. Rückzug konnten wir einen geheimen Außenposten bei Areal 4 für politische Gefangene einrichten. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Ihr zwei, bitte geht dorthin. Untersucht den Grund dafür. Пожалуйста. Я прошу вас. Da. Okay, dann. Hey. Viel Glück bei der Mission. Gehen wir mal zum Questgeber. Hey, wir müssen. Hier, sie will nämlich auch noch was. Lefi, oh, es gibt ein großes Problem. Das Regime versucht, unser Wasser und unsere Atemluft unter Einsatz großer Maschinen zu vergiften. Viele sind schon krank wegen des Giftes. Findet die Maschinen im Untergrund unter dem Siegesboulevard. Ihr wisst schon wo. Und zerstört sie, bevor wir alle draufgehen. D'accord? D'accord. Ihr Mädchen seid stark. Très, très fort. Okay. So, was gibt's denn noch hier so? Spannendes. Eine 3D-Brille. Boah, diese 3D-Brillen, die waren ja der totale Schrei in den 80ern, 90ern. Es gab sogar Leute, die haben die wirklich auch so getragen. Können wir Karten spielen oder was ist das hier? Kassette. Metroplan benutzen. Machen wir gleich. Hier war nämlich noch ein Ausrufezeichen auf der Karte. Beziehungsweise hier ist noch eins. Dazu müssen wir wieder hier hin zurück. Lip. Rüstung ist voll. So. Habt ihr gerade etwas Zeit für mich? Klar. Meine Freundin Marianne wurde gefangen und ins Krankenhaus nach Klein-Berlin geschafft. Sie soll dort einer Gehirnwäsche unterzogen und in einen Roboter des Regimes verwandelt werden. Nein! Das dürfen wir nicht zulassen. Keinen Fall. Ich werde mich drum kümmern. Salut. Hallo, ihr Salut. Ihr erinnert mich an meine Tochter. Okay, dann müssen wir zum Metroplan. Gut. Drei Brüder. Das ist die Hauptquest. Diese zwei Sachen haben wir abgeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir diese Quest als aktuelle. Und gehen jetzt erstmal zum Metroplan. Und reisen dann nach Klein-Berlin. Bruder 1 befindet sich anscheinend auch in dem Bezirk. Hier leben die höchsten Offiziere und Kommandanten der Regimepolizei. Vor kurzem haben sie alle Zivilisten ausnahmslos weggeschafft. Alles wegen des Pariser Aufstands. Bitte, seid vorsichtig, ja, Mädels? Hier wimmelt es von Patrouillen. Kein Problem für mich. Aktion. Wenn du unterwegs bist, wird sich Abby manchmal kontaktieren und um Hilfe bei bestimmten Aufgaben
in dem Ort bitten, in dem du dich gerade befindest. Wird eine solche Aufgabe ausgeführt, bringt sie einen kleinen, aber bedeutenden Sieg über das Regime. Na, das klingt doch ganz gut. Hey, Jess. So, vor jedem der Brüder befindet sich ein Eingangstor. Extrem hohe Sicherheitsstufe. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr einen anderen Weg reinsuchen. Wir müssen nach dem Krankenhaus Ausschau halten, wo das Regime diese Marianne hingeschafft hat. Ja, bringen wir sie nach Hause. Außer Betriebe? Oh nein! Ja. Also wir können in dem Bereich anscheinend... auch gleichzeitig die... Hier, finde den Bruder absolvieren. Sammelbares. Kann ich mir denn die Karte auch in groß anzeigen lassen? Das fehlt mir so ein bisschen. Irgendwie nicht. Weil M, wo ich eigentlich die Map vermuten würde, da zeigt er mir nichts an. Oh, da ist der Hund wieder. Schießt doch wer. Nimm dich lieber vor dem in Acht. Klar. Pass auf, der explodiert. Der hat's ja geschnallt. Ist irgendwo ein Scharfschütze? Ich hab die ganze Zeit irgendwas gesehen. Schick die Drohne auf den Müll. Die Drohne war das, oder? Wow. Kommen da die ganze Zeit neue raus? Können wir das irgendwie unterbinden? Geschützt tun. Okay, das ist auch neu. Ah, oh, geh kaputt! Nein, dafür braucht man Code. Den habe ich nicht. Das mit den Drohnen ist echt lästig. So, die kommen nur so lange raus, wie der Alarm wahrscheinlich geht. Hm, hier gibt's leckeres Essen. Brezeln. Okay. Hier ist noch Munition. Komme ich nicht durch. Rex-Programm. Da sammelt jemand gerne Geweihe. Krieg. Spezialeinsatzkommando Jäger. Autopistole im Test. Führung durch die Himmelsspitze. Hm. Spannend. Okay.
Okay, mir wird ein Ziel nur angezeigt. Wird mir das Krankenhaus nicht angezeigt? Ich muss gerade echt nochmal in die Optionen gucken, gerade wegen der Steuerung. Tastenzuordnung. Gottesschlüssel. Gegner markieren, Tagebuch. Es gibt wieder das Laserkraftwerk als Waffe, das ist geil. Die ist noch aus dem ersten Teil. Nee, ich glaube, es gibt keine Taste für die Karte. Also anscheinend kann man sie sich nicht in groß anzeigen lassen. Na gut. Dann ist das leider so. Das lässt sich dann auch nicht ändern. Ich habe zwei Markierungen. Eine etwas größere und eine kleinere. Und ich glaube, die kleinere ist die Sidequest. Da, das Krankenhaus. Wir müssen diese Marianne da rausholen. Hehehehe. Scheiße, die Tarnung hält nicht so lange. Krieg dich, ich krieg dich. Keine Bewegung! Komm schon. Verstärkung gewährt, Kommandant. Das war mega cool, so. Da war's das. Wen hältst du mich? Oh. Oh. Eine weitere Axt für mich. Wenn ich wieder ein paar Nazi-Schweine zwischen die Eier werfen. Markierung im Spiel. Rückert, um dein Tagebuch zu öffnen und eine Mission als aktiv festzulegen. Damit im Spiel Zielmarkierungen angezeigt werden. Markierungen werden in der Umgebung oder auf der Minikarte angezeigt, wenn du eine Mission im Spiel aktiviert oder eine neue Aktion erhalten hast. Rautensymbole weisen auf Missionsziele hin. Viereck-Symbole auf Aktionsziele und offene Türen bedeuten, dass sich Ziele in einer anderen Karte befinden. Darüber hinaus sind bestimmte Personen markiert. Du ausrauben oder töten musst, um ein Ziel abzuschließen. Okay, also viele Markierungsmöglichkeiten. Wo, was, wo? Um. Ja, dann hau ihn weg. Erreiche das Krankenhaus, okay. Uha. Doch. Okay, Leben von ihr sind voll. Das ist auch okay soweit. So, da liegt noch Geld. Geld, Geld, Geld. Hört zu, Mädels. Ein hochrangiger Ingenieur des Regimes ist nahe. Schaltet ihn schnellstmöglich aus. Eliminiere wichtige Techniker. Okay. Ah, hier wird es mir auch noch so angezeigt. Zwei Ziele, also einmal die Mission jetzt hier im Krankenhaus und dann den Techniker wahrscheinlich noch. Spannendes System. Das gab es in der Wolfenstein-Serie bisher noch nie.
Hier hat's jemanden erwischt! Was ist das denn nur passiert? Kälter als kalt. Nazi-Wissenschaftler. Brauch eine bessere Position. Wer sagt das? Oh. Noch mehr Sammelkram. Verschlossen. Komm ich so nicht ran. Hinter dir. Was sind denn die Techniker? Ist das hier? Ja, wir machen erstmal das hier. Wahrscheinlich sind die Techniker da unten. Marianne, wie sollen wir sie da bitte rauskriegen? Wie sie da rauskriegen sollen? Ich weiß ja nicht mehr, wie wir da reinkommen. Wow. Ja. Die sind super platt. Die haben gar keine Chance. Ah, jetzt können wir hier runter. Kommen wir auf die unterste Ebene. Okay, wir kommen jetzt da rein. Sie befreit sich selbst, oder wie? Jawohl. Guck mal, die Scheibe repariert sich von selbst. Okay, die Mission hätten wir. Marianne ist in Sicherheit. Perfekt. Wir sollten mit ihr reden, wenn wir wieder in den Katakomben sind. Ja, yeah, was ist mit dem Techniker? Muss ich das auswählen? Wahrscheinlich ist es nicht hier im Gebäude. Also ich glaube, das mit dem Techniker ist draußen wahrscheinlich. Weil ich habe ja keine Markierung, kein gar nichts. Und ich kann auch nicht irgendwie mir das anzeigen lassen. Okay, da ist noch was.
Regime-Schweine! So, hier gibt es noch Kram zum Einsammeln. Wäre nicht cool, wenn da Wolfstone 3D2 drauf wäre? Was hat sie gerade gesagt? Wolfstone 3D2? Ist das eine Anspielung auf Wolfenstein 3D? Hab den Wink verstanden. Und ja, wäre cool, wenn das auf einer Diskette wäre. Definitiv. Ich find's sehr cool. So, einmal nach oben. Aber eine bessere Übersicht hier. Und vor allem haben wir eine fette Knarre. Noch mehr? Nö. Ach so, du da. Unverschämt. Eliminiere wichtige Techniker. Ich weiß nicht, wo dem sein soll. Aber ich glaube, dieser Weg hier ist ganz gut. Hier ist ein großer Platz. Die auch noch. Die Gegner habe ich also gar nicht vermisst. Okay, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was an Upgrades bekommen. Wir haben 6 Punkte. 1000 Money. Gucken wir noch mal, ob wir noch vielleicht was leveln können. Guck mal hier zum Beispiel. Das kostet mich 2 Punkte nur. Mit dem maximalen Rüstungswert auf 150. Finde ich ziemlich gut. Nehme ich. Dann habe ich noch 4 Punkte. Das da. Große Waffen. Kann schwere Waffen führen, die von Gegnern zurückgelassen wurden. Nehme ich. Strength. Da, guck. Ich kann sie aufheben. Mir wird sie jetzt angezeigt. Bäm. Fühlt sich an wie damals. Da geht's in die Metro. Sind wir wieder am gleichen Ort wie vorher? Ich glaub schon. Die ist ja leer. Ist ja voll nervig. Wo ist er hin? Da war doch noch jemand. Hä? Tot? Da. Entschuldigen Sie, Herr Nazi. Ich finde es ein bisschen schwierig, die Map zu durchschauen, wenn ich halt nur einen gewissen Teil dieser Karte sehe. Eine Übersicht der Map habe. Das finde ich so ein bisschen... ein bisschen schwierig. Hier gibt's eine dicke Wumme. Die Säue hau ich weg.
Was haben wir denn hier? Eins Gebäude. Waren wir hier schon? Nee. Wow. Die haben ja echt keine Munition, die... Ja, kann schon sein. Ah, ne, die Diskette haben wir bekommen zum Entschlüsseln. Hey, Lenz. Ich habe deinen Anteil in unserem Kunstschmuggel in der Nähe deines Autos versteckt. Links in der Seitengasse bei der Einweihungsstatue. Du hast recht, das Zeug war auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Ich habe einiges an einen Maschinenkommandanten verkauft, der sich gut mit Abweichlernkunst auskennt. Lustiger Kerl. Schriever. Yes, lass mich wissen, ob du... ob wir uns mal über das zweite Regime und General Lothar unterhalten wollen. Ich weiß, dass du Interesse hast, bei uns mitzumachen. Aber wir müssen auf einen geeigneten Augenblick warten, in Ordnung. Oh, ich rieche eine Verschwörung. Okay, aber mehr gibt's hier nicht zum Einsammeln. Schade. Aber es gibt Sachen zum Knuspern. Mm. Köstlich. Und ein bisschen... Das ist ein Silber, gibt's auch. Das Nazi-Gold haben sie ja gestrichen aus dem Spiel. Weitere Diskette. Können wir uns gleich angucken. Machen wir erstmal das hier auf. Oh, ein bisschen Munition und Krams. So. Hier ist anscheinend viel Nazi-Dokumenten-Scheiß, aber nichts von Bedeutung. Dann gehe ich erstmal zu dem PC und gucke mir nochmal die Diskette an. Was hat die so für Infos? Günther, ich habe den Code für die Kisten in Regimepolizei in Klein-Berlin erneuert. Die erste Kiste beim Krankenhaus hat jetzt den Code 8055. Die beim Verhörzentrum 9317 und die der Brücke 1234 hat Sebastian bestimmt, Lenz. Okay, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht wirklich, wo diese Kisten sind, aber wir haben zumindest die Codes. Das heißt, ich könnte sie öffnen, wenn ich sie finde. Ich glaube aber, in dem Gebäude hier gibt es nichts weiter für mich. Dann gehen wir nochmal raus. Gucken nochmal. Autsch. Bin auf den Zaun gesprungen, krieg Schaden. Ne? Ist realistisch. Bisschen. What? Deswegen muss ich durch dieses Gebäude hier, weil der Bus den Weg versperrt. Kann ich nicht draufspringen? Ich wollte gerade sagen, und dann hier durch. Kacke, das geht nicht. Oh. Oder von oben einsteigen, das geht auch. Brudereingänge. Die Brudereingänge sind schwer bewachte Kontrollpunkte in jedem der Bezirke von Neu-Paris. Wenn du einen dieser Eingänge passierst, hast du Zugang zu einem der drei Brüder, den Türmen, die über Neu-Paris drohen. In Anbetracht der hohen Sicherheitsvorkehrungen an den Eingängen solltest du mit den Widerstandskämpfern in den Katakomben reden. Sie kennen vielleicht andere Wege in die Türme. Hey. Okay. Soll ich jetzt dorthin oder nicht? Das ist die Frage. Ah, hier, der Turm. Beeindruckendes Bauwerk. Guck mal, hier lauter Propagandascheiß. So hart? Ist das so? Ah, da ist das Tor. Lächle nicht. Was ein Sticker, das ist ja super. Lächle nicht. Klein Berlin. Hm. Wenn man ihnen die letzte Zigarette anbietet, sind sie auf der falschen Seite. Einfach alle rauchen, Wolf. Alter, was eine Plakatwerbung sitzt so. Ist einfach so komplett durch. Wunderbar. Ich lieb's jetzt schon. Eliminiere wichtige Techniker. Ja, wo sind die denn? Jetzt bin ich hier wieder auf dem Platz. Das heißt, ich kann jetzt entweder hier bleiben oder zurückkehren. Ich meine, ich habe jetzt eine Sidequest erledigt, aber das mit den Technikern kapiere ich nicht. Sind die im Krankenhaus oder wo sollen die sein? Hier ist nämlich auch eine Tür. Aber die Frage ist, komme ich da raus oder kann ich da auch
irgendwie rein. Von der Seite aus. Die Tür habe ich jetzt geöffnet. Das ist quasi ein Shortcut, um wieder hier hinzukommen in den Krankenhausbezirk. Verstehst du noch nicht so ganz. Wurde nicht auch irgendwas gesagt bei einem Paradenplatz oder so? Seine Kiste? Bisschen Kohle noch. Ums Waffen aufkümmern, ums Waffen aufwerten, darum kümmere ich mich dann offscreen, weil das muss jetzt nicht während dieser Folge passieren. Hier sind wieder Nazis. Spawnen die neu? Leveln die Gegner eigentlich mit? Frage ich mich gerade. In Ordnung. Wenn die Gegner mitleveln, dann ist es dann ja irgendwann witzlos, dass es Stufen gibt. Weil der ist Stufe 12. Ich glaube, ich bin auch Stufe 12 jetzt schon. Waren die nicht vorher niedriger? Weiß es nicht. Ja, das war der Raum, in dem war ich schon. Also ich könnte nochmal nach oben gehen und nochmal gucken. Ich glaube, das mache ich mal. Und ansonsten würde ich dann gleich die Folge beenden und dann offscreen zurückgehen. In die Metro. Und dann in die Katakomben zurück. Ja, die bluten aus, die Schweine. Oh ja. Das war ein geiler Kill-Move. Ich glaube, ich muss hier rein, ne? Aber wie komme ich da rein? Die Granate geworfen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe eigentlich nicht auf G gedrückt, aber er ist einfach geplatzt. Der Raum hier. Halt machen. Oh. Technik her. Da und unten war nichts mehr, ne? Da war nur dieser Gang. Das hier und das war's. Ich glaube, den Abschnitt hier, den habe ich schon gecleared. Also, es scheint so, als ob es hier im Krankenhaus echt nichts mehr für mich gibt. Kein Techniker, kein gar nichts. Ich weiß auch leider nicht, wie ich diese Techniker finden kann. Es gibt hier irgendwie keine Optionen, oder? Das müsste ja dann eigentlich unter Mission laufen, aber da steht nur halt Überfall und so weiter. Dann reisen wir mal zu den Katakomben, aktuellen Ort verlassen und zur Abbey zurückkehren. Ja. Keine Ahnung, wo die Techniker jetzt sind. Ist auch nicht schlimm. Wir haben die Sidequest erfüllt, das zählt. Und dafür haben wir auch einen guten Batzen an Erfahrungen bekommen und so. Hallöchen. Gut, aber wir sind jetzt bei 40 Minuten, deswegen sage ich hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Wolfenstein Youngblood. Ich würde gut gelaunt sagen, in der nächsten Folge werden wir nochmal eine Sidequest absolvieren.
und werden zuvor nochmal mit den Leuten vom Pariser Widerstand reden, damit wir herausfinden können, wie wir denn jetzt in den ersten Bruder reinkommen, um die Informationen zu beschaffen, die wir brauchen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.